Immer mehr Überwachung der Bevölkerung im bevölkerungsreichsten Land der Erde. Wachsender religiöser Nationalismus. Islamisten in Westafrika und Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die Verfolgung von Christen nimmt weltweit zu. Dies sind die Trends und Entwicklungen, die im Jahr 2021 eine große Rolle für Christen in Verfolgung spielen werden. Zunehmender religiöser Nationalismus. Zum Beispiel in der Türkei und Indien. Während die nationalistische und islamistische Rhetorik von Präsident Erdogan zunimmt, positioniert sich die Türkei als Regionalmacht im Nahen Osten. Mit der gezielten Unterstützung von islamistischen Gruppierungen und eigenen militärischen Interventionen breitet Präsident Erdogan seinen Einfluss in der Region aus. Die Stärkung islamischer Extremisten erhöht den Druck auf Christen in Ländern wie Syrien, Libyen und Irak, die sich Drohungen und Angriffen erstarkter muslimischer Extremisten gegenübersehen. So wirft ein Bericht der UN-Untersuchungskommission zu Syrien der von der Türkei unterstützten syrischen Nationalarmee vor, Kriegsverbrechen verübt zu haben. Außerdem haben Angriffe der türkischen Armee gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK im Norden des Irak und in Syrien zur Flucht hunderter Christen geführt. Bei diesen militärischen Einsätzen greift die türkische Armee immer wieder auf Islamisten aus Syrien und anderen Ländern zurück. Das Eigentum von Christen in Syrien wurde mit einem N markiert, eine Erinnerung an das Vorgehen des Islamischen Staates in Syrien und Irak. In Libyen hat die Türkei starke geopolitische Interessen. Hier ist bekannt, dass die Türkei lokale Dschihadisten unterstützt, sowie mehr als 4000 syrische islamistische Kämpfer ins Land gebracht hat. Darüber hinaus hat Präsident Erdogan den nationalistischen Anspruch des Islam betont und die ursprünglich als Kirche gebaute Hagia Sophia von einem Museum in eine Moschee umwandeln lassen. Dieser Schritt hat viele traditionelle christliche Gemeinschaften in der Türkei zutiefst beunruhigt. Auch im Jahr 2021 ist zu erwarten, dass die Türkei versuchen wird, ihren Einfluss im Nahen Osten zu verstärken und dabei weiterhin auf islamistische Kräfte zurückgreifen wird. Indien. Seit dem Amtsantritt von Premierminister Modi im Jahr 2014 hat die Ideologie der Hindu-Nationalisten massiv an Bedeutung gewonnen. Ihre Verfechter bekämpfen den Einfluss nicht-hinduistischer Religionen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Neben dem deutlichen Anstieg von gewaltsamen Übergriffen auf Christen und christliche Gemeinden durch extremistische Hindus, haben auch Regierungsbeamte und Behörden Anteil an der wachsenden Diskriminierung von Christen. In diesem Zusammenhang verwundert es auch nicht, dass nicht wenige Christen besorgt sind, dass die indische Version der Corona-App weitere Funktionen erhalten könnte, die dazu dienen, die Bevölkerung zu überwachen. Indiens Datenschutzgesetze haben keine Regelungen gegen staatliche Überwachung und enthalten sogar Vorschriften, die der Regierung es erlauben, in Fällen von Strafverfolgung und nationaler Sicherheit ungefragt Daten aus solchen Apps zu nutzen. Außerdem hat Indien per Gesetz die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen durch ausländische Geldgeber massiv verboten. Die meisten christlichen Organisationen und Kirchen mit Schulen und Krankenhäusern sind in Indien als Nichtregierungsorganisationen registriert. Deshalb trifft das Gesetz insbesondere christliche Werke, die seit langem mit internationalen Kirchen und Organisationen zusammenarbeiten und häufig auf finanzielle Zuwendungen aus dem Ausland angewiesen sind. Hindu-Nationalisten werfen diesen Organisationen fälschlicherweise vor, finanzielle Anreize zu benutzen, um Menschen in den christlichen Glauben zu locken. Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie führten zu massiven Einschränkungen in den verschiedensten Lebensbereichen. Viele christliche Familien waren besonders wirtschaftlich durch die Beschränkungen betroffen und nicht selten kam es zur Benachteiligung von Christen bei der Vergabe von Hilfen. In einigen west- und zentralafrikanischen Ländern boten die Lockdown-Maßnahmen islamistischen Extremisten Möglichkeiten, ihre Aktivitäten und Angriffe gegen Christen auszuweiten, da Sicherheitskräfte nur beschränkt handlungsfähig waren. In anderen Ländern wurde die Covid-19-Pandemie benutzt, um Christen zu beschuldigen, die Krankheit erschaffen und verbreitet zu haben.
Zudem erhöhte sich die Verwundbarkeit von christlichen Konvertiten im häuslichen Umfeld während der Lockdowns in vielen Ländern, da sie keinen Kontakt zu anderen Christen suchen konnten und noch mehr unter der Überwachung ihrer Familie standen. Wachsende Angriffe von Islamisten in Westafrika und Subsahara-Afrika. Die Gewalt der Boko Haram und anderer mit dem Islamischen Staat verbündeten Gruppierungen ist in Westafrika angekommen. Es gab zahlreiche tödliche Angriffe auf Christen, Überfälle auf Kirchen und auch Schulen wurden nicht verschont. Mit dem Ziel, in dieser Region ein Kalifat zu erschaffen, werden diese Gruppen ihre Aktivitäten auch im Jahr 2021 ausweiten und den Druck auf Christen weiter erhöhen, sollte es den Regierungen der Region nicht gelingen, den Islamisten entschieden entgegenzutreten. Dörfer und Städte in Afrika südlich der Sahara waren gegenüber dem Vorjahr mit bis zu 30% mehr Gewalttaten konfrontiert. Auch die Kirchen waren schwer davon betroffen. Mehrere hundert nigerianische Dörfer wurden von Boko Haram oder bewaffneten Fulani-Hirten überfallen, Kirchen wurden zerstört und Christen vergewaltigt, entführt, von ihren Farmen vertrieben oder ermordet. Boko Haram und der Islamische Staat in Westafrika führten auch weiterhin zahlreiche gewaltsame Angriffe in der Region aus. Mehr Überwachung. Die chinesische Regierung baut ihre Technik zur Überwachung der Bevölkerung immer weiter aus. Das Land besitzt schätzungsweise 570 Millionen Überwachungskameras. Millionen davon haben Gesichtserkennungssysteme, die mit Polizeistationen verbunden sind. Das Land arbeitet an einem Social Credit System, das versucht, die Loyalität der Bürger zu erfassen und jegliche Abweichungen vom kommunistischen Credo zu erkennen. Empfänger staatlicher Hilfen werden zum Teil mit dem Verlust ihrer Unterstützung bedroht, wenn sie sich weigern, christliche Abbildungen mit Bildern von Präsident Xi zu ersetzen. Wer sich als christliche Gemeinde nicht der Kontrolle der Regierung unterwirft, gerät schnell in das Visier der Behörden. Berichte geben an, dass in manchen Provinzen bereits in jeder von der Regierung genehmigten Kirche Überwachungskameras des Staatsschutzes installiert sind, mit einer direkten Verbindung zu den örtlichen Polizeistationen. Kirchenbesuche für Kinder und Jugendliche unter 18 sind verboten. Als eine Mutter ihr Kind zu einem Gottesdienst mitnahm und durch Kameras erfasst wurde, folgte die Bestrafung der Kirche prompt. Zunehmend erleben selbst von der Regierung offiziell genehmigte Kirchen die Beschlagnahmung von Eigentum und christlichem Material wie Bibeln. Es kommt zu Razzien, Geldstrafen und Verhaftungen von Kirchenleitern. Zudem hat China die Überwachungstechnik als Exportgut entdeckt und beliefert damit unterschiedlichste repressive Regime weltweit, darunter Myanmar, Laos, Iran, Saudi-Arabien und Venezuela. Es bleibt abzuwarten, welche Länder dem Beispiel Chinas folgen werden, Regimetreue mit massivem Technologieeinsatz durchzusetzen. Mehr Informationen, Hintergründe, Gebetsanliegen und Geschichten hinter den Zahlen des Weltverfolgungsindex finden Sie auf unserer Homepage www.opendoors.de/wvi.